Ja, jetzt will ich auch schon bald das Wort an die beiden Referenten und die Referentin übergeben und möchte sie vorher einmal kurz vorstellen. Wir haben bei uns Ursula Schönberger von der Arbeitsgemeinschaft Schacht Konrad. Ursula Schönberger ist Politikwissenschaftlerin und beschäftigt sich seit 35 Jahren mit Fragen der Energie-, Wirtschaftspolitik und der Atompolitik. Und sie leitet auch das Projekt Atommüllreport, welches Wissen aus Jahrzehnten der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zur Atomenergie dokumentiert und sichert, um es weitergeben zu können an folgende Generationen. Dirk Wilhelm ist dabei, er ist gebürtiger Beveronger. Er leitet die Bürgerinitiative gegen atomaren Dreck im Dreiländereck. Er ist ehemaliger Mitarbeiter des AKW Würgassen mit langjähriger Berufserfahrung im Bereich Energieerzeugung und Energieversorgung. Und dann haben wir Jochen Stey da. Jochen Stey ist seit 2008 Sprecher der Anti-Atom-Organisation Ausgestrahlt. Er ist heute aus Buchholz bei Hamburg zugeschaltet und beschäftigt sich seit 1985 sehr intensiv mit dem Thema Atommüll. Herzlich willkommen natürlich den drei Referentinnen und Referenten. Und damit möchte ich auch direkt das Wort übergeben für das erste kleine Impulsreferat an Dirk Wilhelm. Ja, guten Abend alle miteinander. Ich freue mich, dass wir hier heute Abend hoffentlich Ihre Fragen zufriedenstellend beantworten können. Ich würde ganz kurz einmal anreißen wollen, worum es letztlich hier heute Abend geht, um eben sicherzustellen, dass auch wirklich alle im Boot sind. Am Anfang März, 6.3., ereilte eben die Anwohner hier in der Region die Nachricht seitens der BGZ aus dem Nichts heraus, dass hier ein zentrales Bereitstellungslager für das geologische Tiefenlager Konrad errichtet werden soll. Das Ganze ist an der Öffentlichkeit bis dato völlig vorbeigegangen. Auch politische Entscheidungsträger hier vor Ort waren diesbezüglich nicht involviert und sind dementsprechend alle erschrocken in diese Geschichte hereingegangen. Die Bürgerinitiative oben links im Bild, das war sofort am Tag danach. Am 7.3. gab es eine erste kleine Kundgebung. Da waren 35 Personen spontan, die sich zusammengetan haben an diesem Tag. Aktuell schreiben jetzt circa 4.800 Personen in der Kontragruppe bei Facebook. Eine Online-Petition hat über 6.700 Unterschriften gesammelt. Dazu kommen noch Schriftstücke, die ausgelegt sind, die derzeit aufgrund von Corona nicht eingesammelt werden können. Die kommen noch hinzu. Und im Allgemeinen hat unsere Arbeit hier vor Ort eben auch das Interesse von den Printmedien, aber auch von Rundfunk und Fernsehen ereilt. Worum geht es? Hier im Bild einfach mal im Maßstab das Areal des Kernkraftwerks Würgassen. Unten links im Bild das kleine Graue ist das derzeitige oder ehemalige Reaktorgebäude und das Maschinenhaus. Oben rechts im Bild die geplante Lagerhalle mit Ausmaßen von 325 mal 125 Metern, 16 Meter hoch. Da passt das aktuelle ehemalige Kernkraftwerk circa 4 bis 5 Mal in die Fläche des Ganzen, sodass dies hier schon ein Einschnitt in das Landschaftsbild wäre. Insgesamt gilt es, 303.000 Kubikmeter schwach- und mittelradioaktiven Atommüll aus diversen Zwischenlagern aus dem gesamten Gebiet Deutschlands hier zentral nach Würgassen anzufahren, die Gebinde entsprechend in ihren Transportbehältern zu sortieren, um sie dann wieder nordöstlich in das circa 150 Kilometer entfernt liegende, nordöstlich gelegene Salzgitter zuzuführen. Wir sprechen hier von einer jährlichen Einlagerungsmenge von 10.000 Kubikmetern. Hier vor Ort wäre zu rechnen mit circa 400 Lkw-Transporten monatlich und circa 200 Güterzugtransporten in der Region mit entsprechend einhergehender Belastung in Form von Verkehr und Lärm.
dergleichen. Die Infrastruktur ist denkbar ungünstig. Die nächstgelegene Autobahnanbindung ist 38 Kilometer, die weitest entfernte Anbindung 60 Kilometer entfernt. Der Streckenverlauf ist mehr als unglücklich. Wir befinden uns hier im Weserbergland. Da mag eine Bundesstraße sein. Jedoch, wenn man sich das Ganze im Detail anschaut, da würde ich aber später auch noch mal im Rahmen Ihrer Fragen darauf eingehen. Während die Anlieferung per Lkw und Bahn erfolgen soll, so Aussage der BGZ, soll der Abtransport von Würgassen in Richtung Konrad ausschließlich per Zug erfolgen. Die Gleisstrecke ist hier zertifiziert für Schwerlastverkehr, aber auch hier an dieser Stelle nur die halbe Wahrheit. Wenn Sie sich dieses Brückenbauwerk in unmittelbarer Nähe anschauen, hier ist ein Sanierungsbedarf der Stufe 4 zertifiziert, das heißt sofortiges Handeln notwendig seitens der Bundesbahn, und damit einhergehend disqualifiziert sich diese Strecke für Atommülltransporte oder Gefahrguttransporte in Gemeinen. Eine Sanierung seitens dieser Zulieferstrecke von der Bahn wurde in Erwägung gezogen zur Entlastung des Güterverkehrs in Kassel. Hier links oben im Bild betitelt überlastete Strecke für den Güterverkehr. Für unsere Region relevant wäre die Transportstrecke Göttingen bzw. Northeim Richtung Altenbeken. Das ist die gestrichelte Strecke. Hier wurde seitens der Deutschen Bundesbahn ein Instandhaltungsaufwand von ca. 500 Millionen Euro beziffert, und das Ganze wurde seitens der Bundesbahn verworfen aufgrund der horrenden Kosten. Neben der denkbar schlechten Verkehrsinfrastruktur haben wir noch weitere Bedingungen, die der Standort nicht oder die den Standort im Prinzip für diese Lagererrichtung disqualifiziert. Zum einen befindet sich das Areal in einer Wasserausweichfläche, einem Hochwassergebiet. Zum anderen besteht ein geringer Abstand zur zivilen Wohnbebauung. Das sind zwar einzelne Bauwerke, aber die Menschen, die dort leben, haben dort ihr Zuhause und ihre Heimat. Zudem befinden wir uns hier in einem von 8 militärischen Tieffluggebieten von Deutschland. Wir haben ein angrenzendes Naturschutzgebiet. Wir befinden uns mitten im Kulturland Deutscher Märchenwald, und in den letzten Jahren wurden hier Millionen Investitionen getätigt im Hinblick auf Tourismus. Das Weltkulturerbe Corvey, hübsch die Nachbarschaft, der Weser Skywalk wurde errichtet, ein sehr umfassender, millionenschwerer Hafenausbau für touristischen Schiffverkehr im nahegelegenen Bad Karlshafen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wofür das Ganze hier mal ein zeitlicher Verlauf, auch in entsprechender Perspektive. 1975 begann die Idee, Konrad als Endlager oder als Tiefenlager nutzen zu wollen. Das Planstellungsverfahren wurde 1982 eröffnet, 2002 per Planfeststellungsbeschluss zunächst für beendet erklärt. Und erst 14 Jahre später wird erstmals das zentrale Bereitstellungslager, und auch das ist das Vokabular der letzten 4 Jahre, im Gesetzentwurf zur Neuregulierung der Zwischenlagerung und Behandlung des Atommülls in Deutschland genannt. Da trennen 14 Jahre. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hintergrund ist, dass die Genehmigung für Konrad aus 2002 einfach nicht mehr zu den aktuellen Anforderungen passt. Man versucht das Ganze jetzt mit einem vorgelagerten Puffer irgendwie hinzubiegen, um eben die bestehende Genehmigung an die aktuellen Bedingungen anzupassen. Diesbezüglich dann aber noch weitere Ausführungen von meiner Kollegin, an die ich jetzt an dieser Stelle übergeben würde. Ich danke vielmals. Ja, danke schön für die Überleitung auch, Dirk. Ich werde Ihnen kurz, meine Aufgabe ist Ihnen ganz kurz zu sagen, was sind eigentlich die Probleme bei Schach Konrad sind. Mich würde interessieren, können Sie das sehen? Ja, okay. Also Schach Konrad ist ein altes Eisenerzbergwerk im Stadtgebiet von Salzgitter.
hier sieht die Umgebung, hier sieht die Lage ein bisschen anders aus. Konrad befindet sich direkt neben den Stahlwerken der Salzgitter AG in einem Umkreis von 5 Kilometern, sind hier 20.000 Industriearbeitsplätze. Und wir haben auch eine sehr gute Landwirtschaft hier in der Region. Wir haben hier sehr gute Böden. Und beides, sowohl die Industrieproduktion als auch die Landwirtschaft, wären durch eine Inbetriebnahme von Schacht Konrad auf jeden Fall in Mitleidenschaft gezogen. Diese Karte hat Ihnen Herr Wilhelm schon gezeigt. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, das sind alles, was Sie hier sehen, sind Standorte in der Bundesrepublik Deutschland, an denen radioaktive Abfälle angefallen sind, an denen sie noch anfallen und wo radioaktive Abfälle lagern. Und von allen diesen Standorten sollen die radioaktiven Abfälle, wenn es so kommt, wie BGZ und also Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung und Bundesgesellschaft für Endlagerung möchten, zuerst nach Bürgassen und dann nach Schacht Konrad transportiert werden. Welche Abfälle sind das? Die Menge hat Herr Wilhelm schon gesagt, 303.000 Kubikmeter an Schwach- und auch mittelradioaktiven Abfällen. Das sind im Prinzip, ist das der ganze sozusagen Cocktail der Alpha-, Beta-, Gamma-Strahler, die es gibt. Plutonium, Cäsium, Tritium. Es wird sehr gerne von Seiten von Betreibern gesagt, na ja, da handelt es sich um Schutzanzüge oder um Medizinabfälle. Tatsächlich sind da natürlich auch kontaminierte Schutzanzüge dabei. Es geht aber eben auch um aktivierte, also um selbststrahlende mittelradioaktive Stoffe, die teilweise mehr als 1 Million Jahre strahlen und für die Menschen gesundheitsgefährlich sind. Das Kriterium für die Einlagerung, was darf denn eigentlich in Schacht Konrad eingelagert werden, ist ein wichtiges Kriterium, dass es sich um sogenannte gering wärmeentwickelnde Abfälle handelt. Das sind Abfälle, wo sozusagen nicht die Temperatur der einzelnen Abfälle das Kriterium sind, sondern dass sie in ihrer Gesamtheit das umgebende Wirtsgestein um nicht mehr als 3 °C erwärmt. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich noch drauf. Konrad ist genehmigt für radioaktive Abfälle aus nationaler Erzeugung und es sind ca. 97% der radioaktiven Abfälle, die nach Schacht Konrad gebracht werden sollen, die im Zusammenhang mit der Atomenergienutzung und der Atomforschung stehen. Das, was aus dem medizinischen Bereich eingelagert werden soll, ist nach Angaben des Bundesamtes für Strahlenschutz im Promillebereich dann letztlich. Also es ist kein Lager für Medizinabfälle, sondern für die Abfälle aus der Nutzung der Atomenergie in Deutschland. Schacht Konrad ist ein altes Eisenerzbergwerk. Das bedeutet, dass rund um die Bereiche auch Hohlräume, also dass in dem Bergwerk Hohlräume sind und dass es gelockerte Gebirgsbereiche sind. Das heißt dann immer auch, dass das Austrittsmöglichkeiten für Radioaktivität ist. Es sind noch Rohstoffe vor Ort vorhanden. Es gab kein Auswahlverfahren. Also niemand hat gesagt, Konrad ist der Beste aus einer ganzen Reihe von Standorten, sondern es gab schlichtweg nur Schacht Konrad, was untersucht worden ist. Das Verfahren ist geprägt von politischen Einflussnahmen statt fachlicher Entscheidungen. So durften zum Beispiel, was ja gerade auch für die Bürgerinitiative in Bürgassen ganz wichtig ist, also die Frage, welche Gefahren gehen eigentlich von den Transporten aus, der radioaktiven Abfälle, die nach Bürgassen kommen sollen. Diese Transportgefahren durften bei Schacht Konrad aufgrund einer Weisung des Bundesumweltministeriums überhaupt gar nicht betrachtet werden. Das sind sozusagen die Parameter damals in diesem Genehmigungsverfahren, die ganz wichtig waren, immer wieder politische Einflussnahmen. Der Langzeitsicherheitsnachweis für Schacht Konrad stammt aus den 1980er Jahren. Und Konrad entspricht einfach nicht mehr dem heutigen Stand von Wissenschaft und Technik und wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig. Ich habe hier, das zeige ich immer ganz gerne, wenn es heißt, der Langzeitsicherheitsnachweis ist aus den 1980er Jahren. Damals war die Hightech-Errungenschaft im
Heimcomputermarkt der Commodore 64 mit 64 Kilobyte Speicherkapazität, nur um mal so ein Gefühl zu geben, aus welchen Zeiten wir eigentlich diesen Langzeitsicherheitsnachweis haben. Und das ist auch deswegen wichtig, also nicht um den Leuten damals Verfehlungen vorzuwerfen, sondern man könnte heute einfach mit ganz anderen Möglichkeiten die Sicherheit eines solchen Lagers nachweisen. Und das war damals eben einfach gar nicht möglich. Warum jetzt das Bereitstellungslager Würgersen? Wie Herr Wilhelm schon sagte, das tauchte erstmals 2016 auf. Und dass es ein Bereitstellungslager braucht, liegt schlicht und einfach an der Genehmigung für Schacht Konrad und an der Frage, wie man denn jetzt aktuell mit dieser Genehmigung umgehen will. In einer solchen Einlagerungskammer sind die genehmigten Werte Summenwerte. Das heißt, es gibt für Störfälle, für die Frage, welche radioaktiven Abfälle es gibt, für die Frage, wie warm diese Abfälle sind, für die Frage, wie hoch der Kernbrennstoffgehalt ist, wird das nicht pro Abfallgebinde ermittelt, sondern in der Summe. Und diese Summenwerte sollen, das ist das Neue, im Gegensatz zu früher möglichst ausgeschöpft werden. Also früher im Erörterungstermin 1991 hieß es immer noch uns gegenüber, ja, aber das wird ja alles gar nicht ausgeschöpft, das sind ja große Reserven und Konservativitäten drin. Inzwischen ist es so, es soll alles möglichst ausgeschöpft werden. Das heißt, es gibt Gebinde, die strahlen stärker oder sind wärmer, als eigentlich eingelagert werden dürften in Schacht Konrad. Aber gemeinsam mit anderen Gebinden, die dann eben geringer strahlen oder nicht so warm sind, wird die Summe in einer solchen Einlagerungskammer doch eingehalten, laut Berechnung. Und da kann man sich vielleicht vorstellen, was für ein ungemein großer, hoher Logistikaufwand das ist. Also wenn ich nicht einfach die Abfälle reinnehmen kann, so wie sie kommen, weil sie alle den Genehmigungswerten entsprechen, sondern wenn ich die zusammenpacken muss, sodass insgesamt möglichst viel ausgereizt wird, dann wird es natürlich schon schwierig, wenn man dann sagt, okay, ein Fass aus Geesthacht, eines aus Karlsruhe und eines aus Grohnde soll gleichzeitig eingelagert werden. Und deswegen ist man eben jetzt drauf gekommen, dass man ein solches zentrales Bereitstellungslager braucht. Und direkt am Schacht Konrad würde das bedeuten, dass es eine wesentliche Änderung von Schacht Konrad wäre. Und dann käme wieder das, was ich vorher sagte, dann wäre Konrad wieder neu auf dem Prüfstand und würde nach heutigem Stand von Wissenschaft und Technik seine Genehmigung verlieren. Das heißt, das einzige Zweck ist, die Genehmigung für Schacht Konrad zu retten. Okay. Dann gebe ich mal weiter an Jochen Stey. Ich muss jetzt nur gucken, wie komme ich hier wieder raus. Okay, super. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich muss jetzt mal testen, ob das mit dem Mikrofon funktioniert. Bin ich gut zu hören? Alles klar. Gut, ja, ich möchte einfach noch ein bisschen was ergänzen aus meiner Sicht. Also erstmal auch von mir schönen guten Abend und danke für das Interesse. Auch nochmal was zu diesem Müll, der nun nach Würgersen soll. Ursula Schönberger sagte ja schon, die Gesellschaft für Zwischenlagerung spricht von Schutzkleidung oder Bauschutt. Das klingt ja alles schön harmlos. Und tatsächlich befinden sich aber in diesen Behältern teilweise wirklich hochbelastetes Material. Zum Beispiel gibt es in Atomkraftwerken Filter, die mit so Filterharzen gefüllt sind, die die radioaktiven Stoffe rausfischen sollen, zum Beispiel aus dem Kühlwasser. Und diese Filterharze, die sind ein Teil dieses Mülls oder eben sehr stark kontaminierte Bauteile. Es ist jetzt gerade am Atomkraftwerk in Esens-Hamm ist ein Container für Schacht Konrad schon mal befüllt worden mit Teilen des Reaktordruckbehälters, also das Bauteils, was am meisten Strahlung abbekommt. Und es gibt eben auch kernbrennstoffhaltige Abfälle. Außerdem ist dieser Müll, bevor er dann in diese Behälter kommt, sehr stark konzentriert worden. Er wird eingedampft, er wird verbrannt, er wird eingeschmolzen oder verpresst, also um einfach möglichst wenig Volumen zu haben und möglichst viel in Schacht Konrad einlagern zu können. Konditionierung nennt man das, mir ist gerade der Begriff nicht eingefallen, genau. Und zusätzlich zur Strahlung ist dieser Müll auch noch hochgiftig. Das ist also ein weiteres Problem.
Nun kann man sagen, okay, aber der hochradioaktive Müll, der kommt ja nicht nach Würgassen. Aber wenn man nun diesen schwachen mittelaktiven Müll vergleicht mit dem hochaktiven, dann ist die eigentliche Strahlung und das radioaktive Inventar zwar geringer, aber in der Summe dieser ganzen Müllmengen ist die Strahlung doch enorm hoch. Und außerdem ist der Müll auch anders verpackt. Also die hochradioaktiven Abfälle in sehr dickwandigen Castor-Behältern und der schwach- und mittelradioaktive Müll ist eben weniger sicher verpackt. Das heißt, die Strahlenbelastung in der Nähe der jeweiligen Behälter darf genauso hoch sein wie auch beim hochradioaktiven Müll. Der Grenzwert ist in beiden Fällen 100 Mikrosievert pro Stunde im Abstand von 2 Metern. Das ist etwa 1000-mal mehr als die natürliche Hintergrundstrahlung. Weiteres Problem ist beim Transport. Also wir haben ja durch diese Idee, jetzt nicht direkt zum Schacht Konrad zu liefern, diese Abfälle, sondern erst noch nach Würgassen und dann wieder den ganzen Müll von Würgassen nach Schacht Konrad, was Jahrzehnte dauern wird, haben wir am Ende quasi doppelt so viele Atomtransporte. Und diese Transporte sind natürlich auch gefährlich. Es kann Unfälle geben, es gibt Unfallgefahr. Es kann Unfälle geben, bei denen auch radioaktive Stoffe freigesetzt werden. Aber selbst wenn es keine Panne gibt beim Transport, ja, man muss sich vorstellen, wenn über Jahrzehnte wirklich tagtäglich Transporte nach Würgassen und von Würgassen rollen, dann kann es für die Bevölkerung vor Ort auch allein dadurch zu Strahlenbelastung kommen, wenn man sich in unmittelbarer Nähe von Lkw oder Zügen aufhält, also einer Bahnschranke, einer Ampel oder im Stau, wenn man längere Zeit hinter so einem Laster steht. Dann kann es auch in dieser Halle natürlich beim Lagern oder beim Umsortieren der Behälter kann es zu Unfällen kommen durch falsche Handhabung. Es können Behälter durch die lange Dauer auch irgendwann undicht werden. Und das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern es wird ja im Augenblick lagert dieser Müll ja schon in anderen Lagerhallen an den Kraftwerken. Und dort kommt es immer wieder zu Problemen. Es sind bei Behältern, die schon für Schacht Konrad befüllt wurden, sind schon zahlreiche Mängel festgestellt worden in der Vergangenheit. Da gibt es Korrosion, da gibt es defekte Dichtungen oder die Deckel wölben sich, weil innen drin Gase entstehen und Überdruck entsteht. Also von daher sind einfach die Risiken, machen wir mal so von, ach, das ist irgendwie Schutzkleidung, dann klingt das so schön harmlos, aber die Risiken sind eben immens. Zweiter Punkt, zu dem ich was sagen will, ist, wie kam es eigentlich zu dieser Auswahl des Standortes in Würgassen? Die Entsorgungskommission des Bundes, also eine Beratungsorganisation für das Bundesumweltministerium, hat irgendwann mal Kriterien sich überlegt und nach diesen Kriterien ist dann auch eine Vorauswahl passiert. Aber die eigentliche Auswahl ist dann nur noch anhand von 2 Kriterien passiert. Und zwar erstens die Entfernung des Standorts zur nächsten Bahnlinie und zweitens die Länge der Straßentransportstrecke zum Schacht Konrad. Und dieses zweite Kriterium, das ist nun wirklich verwunderlich, weil die Bundesgesellschaft selbst schreibt, dass der Atommüll überwiegend per Bahn von Würgassen zum Schacht Konrad gebracht werden soll. Und wenn man nun mal genauer reinschaut in diese Kriterien, da gibt es so ein Punktesystem, wie das berechnet wurde, würde man statt der Länge der Straßenstrecke dort die Länge der Bahnstrecke einsetzen, dann wäre Würgassen nicht auf Platz 1 gelandet. Genau, dann sagt die Entsorgungskommission eigentlich auch, diese Bahnstrecke muss zweigleisig ausgeführt sein und bei den allen Strecken, egal in welche Himmelsrichtung von Würgassen aus, ist es so, dass die zum Teil eben nur eingleisig sind. Und das hat Dirk Wilhelm vorhin schon gesagt, Würgassen ist unter den 29 untersuchten Standorten der einzige, bei dem der geforderte Abstand von 300 Metern zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden kann. Mein Eindruck ist, offensichtlich geht es bei dieser Entscheidung eigentlich darum, dass das Projekt möglichst schnell umgesetzt werden kann. Und dann hat man eben einen Standort genommen, bei dem es schon ein kleines Atommülllager gibt, in der Hoffnung, das ist dann nicht so schwer mit der Genehmigung, das kann man leichter durchsetzen. Aber es wurde nicht nach den eigentlich notwendigen Kriterien hier vorgegangen. Mein letzter Punkt, weil das eine Frage ist, die auch immer wieder auftaucht, was wäre denn die Alternative? Also was könnte man denn anders machen, als nun dieses Lager in Würgassen zu errichten? Das hängt natürlich direkt mit Schacht Konrad zusammen. Und so wie Ursula Schönberger das ausgeführt hat, dass
Schacht Konrad ungeeignet ist für eine sichere Lagerung für 1 Million Jahre, müsste dieses Projekt eigentlich aufgegeben werden. Und wenn man Schacht Konrad aufgibt, dann macht auch das Lager in Würgersen keinen Sinn mehr. Ja, dann ist sogar die Gefahr, dass der Müll auf lange Zeit in Würgersen bleibt, also über die 2, 3, 4 Jahrzehnte, die jetzt angedacht sind. Das heißt, was wir eigentlich zuerst brauchen, ist eine neue gesellschaftliche Verständigung darüber, wie mit diesem Atommüll eigentlich auf der Grundlage des aktuellen Stands von Wissenschaft und Technik umgegangen werden kann. Wo er gelagert werden kann für diese 1 Million Jahre, was sicherer ist als das, was Schacht Konrad bietet. Und erst wenn das gelungen ist, dann macht es Sinn, über Standorte zu reden. Ja, und das fehlt einfach noch. Und deswegen jetzt den Müll nach Würgersen zu bringen, wo noch nicht mal klar ist, ob das mit Schacht Konrad überhaupt klappt, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Und diese Bemerkung sei mir auch noch erlaubt. Das Atommüllproblem wird im Augenblick ja noch jeden Tag größer, weil die 6 Atomkraftwerke in Deutschland immer noch Tag für Tag Atommüll produzieren. Und ich finde, damit muss man jetzt Schluss machen und nicht erst Ende 2022. Danke. Gut, ganz vielen Dank an Dirk Wilhelm, Ursula Schönberger und Jochen Stey für diese 3 sehr kompakten, informationsgeballten Inputs. Noch einmal der Hinweis für alle, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und ist dann bei YouTube auch im Nachhinein auch nochmal zu sehen. Das heißt, wenn Sie jetzt vielleicht nicht alles mitbekommen haben oder eine Sache auch nochmal reinhören wollen, das können Sie da machen. Das ist da dokumentiert. So, okay. Dann würde ich jetzt anfangen, die ersten Fragen zu stellen an die 3 auf dem Podium. Und ich lese einfach mehrere Fragen vor und dann sozusagen guckt ihr im Podium unter euch, wie ihr darauf antwortet. Es gibt eine Frage von Markus. Was genau hat es mit dem Öko-Institut auf sich und wie steht es in Bezug zur Endlagerungsgesellschaft? Dann habe ich hier von Zülle schreibt, wann wird entschieden und wer entscheidet über den Standort Würgersen? Und Johann Heck, A, was wäre ein möglicher Alternativstandort für Konrad nach wissenschaftlicher Sicht? Diese 3 Fragen, dabei würde ich es jetzt erstmal belassen und an Ursula Schönberger, Dirk Wilhelm und Jochen Stey übergeben. Vielleicht könnt ihr euch untereinander abstimmen, wer startet. Ich könnte was zum Öko-Institut kurz sagen. Es gibt ja, also die BGZ, die Betreibergesellschaft, sagt ja gerne, sie hätte sozusagen ihre Standortauswahl vom Öko-Institut überprüfen lassen. Aber dazu muss man wissen, dass das Öko-Institut keine eigenen Recherchen getätigt hat, sondern lediglich sozusagen die konkrete Anwendung der Kriterien überprüft hat. Ob diese Kriterien sinnvoll sind, ist eine ganz andere Frage. Und das Institut hat auch festgestellt, dass einige der Anforderungen derzeit nicht nachgewiesen oder nicht vollständig belegt sind. Also von daher ist dieses Label jetzt, ist hier vom Öko-Institut geprüft, vorsichtig zu bewerben. Auch hat das Öko-Institut ja keine Aussage gemacht über die Sicherheit oder die Eignung dieser Halle, sondern einfach nur sozusagen wurde bei der Kriterienanwendung richtig gerechnet. Ja? So, das ist eigentlich das, was das Öko-Institut überprüft hat, alles andere nicht. Also ich könnte vielleicht was sagen zu der Frage, wann und wer über den Standort Würgersen entscheidet. Im Prinzip ist über den Standort Würgersen erstmal insofern entschieden worden, dass man dort ein Lager errichten will. Es ist jetzt an der Sache der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, einen Bauantrag zu stellen. Das wäre dann, Dirk, du kannst mich korrigieren, wäre dann beim Kreis Höxter zu stellen und einen Umgang nach Strahlenschutzverordnung, der dann eben auch vom Gewerbeaufsichtsamt sozusagen der Antrag genehmigt werden könnte. Man findet im Moment auf der Seite der Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung, dass sie davon ausgehen, dass es ein Antrag ist, der eine Umweltverträglichkeitsprüfung braucht und damit auch
die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, die Pläne zu prüfen und Einbindung einzulegen. Wie das dann tatsächlich, ob das dann tatsächlich so sein wird, werden wir sehen. Und die Erfahrung aus anderen Standorten zeigt, dass immer die Bauanträge zuerst genehmigt werden, dann wird erstmal eine Halle hingebaut und anschließend kommt der Antrag auf Umgang nach Strahlenschutzverordnung und dann steht aber die Halle schon. Also Genehmigungsfindung wird da nicht nur auf Kreisebene erfolgen, sondern da ist dann auch die Bezirksregierung in Detmold entsprechend involviert. Ich denke, die Frage ist damit beantwortet. Ursula? Ursula, sagst du noch was zur Alternative für Schacht-Konrad? Ja. Alternative für das Endlager oder für das Bereitstellungslager? Da muss ich jetzt noch einmal kurz nachfragen. Also eine Frage war nach Alternative für Schacht-Konrad. Dann mache ich das erst und dann kannst du was zu Bürgersen vielleicht noch sagen. Also die Frage, was ein geeigneter Alternativstandort für Schacht-Konrad aus wissenschaftlicher Sicht ist, kann ich leider nicht beantworten, weil es bis jetzt kein wissenschaftsbasiertes Auswahlverfahren gegeben hat für eine Standortsuche für ein Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Im Prinzip bräuchte es da genauso oder sozusagen bräuchte es an sich einen Neustart in der Frage, wie man mit den radioaktiven Abfällen umgeht. Und dann müsste man nicht nur die hochradioaktiven Abfälle, sondern auch die schwach- und mittelradioaktiven Abfälle in den Blick nehmen. Und das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich sozusagen einen Vorschlag für einen Prozess habe, wie man zu einer solchen Entscheidungsfindung kommt. Aber dass ich keine Alternativen nennen kann, liegt eben schlichtweg daran, dass niemals Alternativen untersucht worden sind. Gut, im Hinblick auf das zentrale Bereitstellungslager als Alternative bei der Standortauswahl standen ja mehrere Standorte zuletzt zur Diskussion. Das waren 10 an der Zahl, die in genauere Betrachtung oder Bewertung genommen wurden. Die Alternative ist aber nicht zielführend in unserem Sinne. Wir wollen also jetzt nicht ein St. Florians-Prinzip entfachen, um zu sagen, naja, hier bitte nicht, aber das dann bitte woanders. Nein, dagegen verwehren wir uns ganz deutlich und sprechen uns dagegen aus. Uns geht es vielmehr darum, zu belegen, dass das zentrale Bereitstellungslager an sich im Prinzip unnötig ist. Ich hatte vorhin eingangs erwähnt, dass die Idee dieses ZBLs als Buffer ohnehin erst 14 Jahre nach Genehmigung oder Planfeststellungsbeschluss von Konrad aufgekommen ist. Und zuvor war eben das ganz normale Szenario, dezentral an den einzelnen Verursacherstandorten zu lagern, so wie das hier zurzeit im Würgersen ja auch praktiziert ist, der Rückbau der Müll, das sind ungefähr 5.000 Tonnen, welche sich hier am ehemaligen AKW-Gelände Würgersen befinden. Das ist ausschließlich Müll aus Würgersen, der eben auf den Abtransport in ein Endlager wartet. Und so war es vorgesehen, so könnte man weiter vorgehen, da entsprechend dann dezentral zu lagern beim Verursacher und dann entsprechende Kontingente abzuberufen, um diese dann der Endlagerung zuzuführen. Insofern geht es eben bei dem Gedanke der Errichtung des ZBLs darum, ja vermeintlich Zeit und Geld zu sparen, wobei das auch ein Kriterium ist, welches im höchsten Maße zu hinterfragen ist. Es war entschuldige. Also vielleicht noch ein Satz. Natürlich vom gesunden Menschenverstand her wäre es natürlich das Logischste zu sagen, wenn man denn meint, man müsste den Müll vorher noch sortieren und umpacken, also nicht umpacken, aber umsortieren, bevor er in so ein Lager unter die Erde kommt, dann wäre natürlich der naheliegendste Standort, der naheliegende, nämlich direkt am Standort dieses tiefen geologischen Lagers. Und das wird hier nur deshalb nicht gemacht, weil dann eben, das sagte Ursula Schönberger vorhin,
die ganze Anlage neu überprüft werden müsste, es ein neues Genehmigungsverfahren für das Ganze bräuchte und dann eben die Gefahr besteht, dass Schacht Konrad dann seine Genehmigung verliert. Und das ist der einzige Grund, warum man das jetzt woanders hinbaut, damit diese alte Genehmigung weiter Bestand hat, obwohl sie eben nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht. Es gab auch noch eine Frage. Okay. Ja. Marianne? Ursula, hast du noch was? Weil ich würde auch gerne uns weitermachen. Es gibt noch viele mehr Fragen. Von daher. Ja, okay. Dann ja, gehen wir jetzt mal weiter, dass wir noch zu anderen Themen kommen. Also Jasmin Goldschick von der Linken HOL, jetzt muss ich zugeben, dass ich nicht weiß, was HOL ist, schreibt: Wie wird begründet, dass keine Sicherung gegen Flugzeugabstürze vorhanden sein soll, obwohl sich über Würgassen ein Tiefstfluggebiet der Bundeswehr befindet? Ulrike Beutgen schreibt: Gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung auch für Niedersachsen? Und Jutta Beuse fragt nach rechtlichen Möglichkeiten, sich zu wehren. Und Jutta Beuse würde die Frage auch mündlich nochmal stellen. Und dazu lade ich sie jetzt ein. Genau, ich würde dann jetzt mal freischalten. Okay. Genau, jetzt ist sie freigeschaltet. Ja, jetzt. Ja, hallo, schönen guten Abend. Freue mich, dass so viele da sind. Ich möchte mal was aus der... Verstehen mich alle? Können mich alle? Gut. Ich möchte mal was aus der Perspektive einer Anwohnerin sagen. Ich komme aus Lauenförde, das ist direkt neben Würgassen. Und wir sind ja seit 1973 mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe mich schon immer darüber aufgeregt. Und jetzt rege ich mich schon wieder tierisch auf, weil es geht genauso weiter, wie es damals schon war. Verschleiern, rumeiern, die Leute nicht aufklären. Es gibt kein Konzept. Ja, also ich finde, wir müssen uns wehren. Das machen wir jetzt auch, finde ich total gut. Ich möchte wissen, was ich als Anwohnerin rechtlich tun kann, um mich dagegen zu wehren, dass das passiert vor meiner Haustür. Kann mir das einer beantworten? Ja, ganz vielen Dank. Diese drei Fragen wieder an unsere drei auf dem Podium. Vielen Dank. Gut, also zum einen zu den rechtlichen Möglichkeiten, da weiß ich nicht, ob die anderen beiden da tiefer im Thema stecken. Zunächst einmal, entschieden ist noch gar nichts. Also rein rechtlich, formell ist noch kein Genehmigungsverfahren begonnen und auch nicht durchlaufen. Und bis zu dem Tag, wo das Ding in Betrieb geht, hat man jederzeit die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Da ist das Simpelste erstmal, sich zu organisieren. Wir haben die Bürgerinitiative hier vor Ort, um entsprechend auch stark auftreten zu können. Wir binden hier gerade Kräfte, sowohl was die normalen zivilen Teilnehmer angeht, als auch eben die Formierung des politischen Widerstands. Das ist auch nicht ganz unerheblich, gerade hier im Dreiländereck. Wir haben von Seiten der Kommunalpolitik hier massiven Zulauf, wo entsprechend dann auch im Bereich der Entscheidung Entscheidungsträger man Einfluss auf diese Dinge nehmen kann. Von daher ist das erst einmal das probateste Mittel. Als kleiner Einzelner wird hier niemand bestehen können letztlich. Es ist eine Gesellschaft des Bundes, die letzten Endes als Betreiber dahinter steht. Und hier kann man sich wirklich nur im Kollektiv über alle Stadt-, Landes- und Parteigrenzen hinweg zur Wehr setzen. Das ist ja auch Ansinnen und Arbeit der BI. Und wir haben entsprechenden Zulauf. Wir bewegen uns gerade in dem Bereich, dass wir unsere Kernkompetenzen weiter ausbauen. Es wird da auch einen weiteren Wandel geben, wodurch uns mehr Möglichkeiten des Handelns und Agierens statt des Reagierens gegeben sein werden. Und seien Sie gewiss, da werden wir hier auch versuchen, alle Anwohner vernünftig zu vertreten. Mit allen rechtlichen und politischen Mitteln, die wir hier wahrnehmen können. Und da sind wir mittlerweile schon sehr breit und sehr gut aufgestellt, in meinen Augen. Zu dem Flugzeugabsturz möchte ich vielleicht noch ausführen, dass diese Frage seitens der BGZ ganz lapidar beantwortet wurde mit der Formulierung, dass diese Absturzsicherung, also Einwirkung von außen durch direkten Einschlag, schlichtweg einfach und ergreifend für mittel- und schwach radioaktive Lager gesetzlich nicht vorgeschrieben sind.
Das mag man so hinnehmen, muss man aber nicht. Ich persönlich wohne in Drenke. Das sind 5 Flugsekunden von Würgassen entfernt. Hier steht ein Gedenkstein der beiden Todesopfer, der abgestürzten Phantom seinerzeit hier am Areal. Das zeigt auch, wie unwahrscheinlich so ein Szenario ist. Neben einem Unfall ist mittlerweile auch bedingt durch politische Unwegsamkeiten das Szenario eines Anschlags auch immer weiter in Gewichtung zu ziehen. Und gerade im Hinblick auf unter anderem auch sicherlich Flüssiggebinde dergleichen, die da entsprechend durchgeschleust werden könnten. Aber nicht nur da, sondern auch die zylindrischen und quaderischen Transportbehälter, würde ich mir wünschen, dass man mal darlegt, ob diese sowohl mechanisch als auch thermisch einem derartigen Szenario standhalten würden. Und dann ist mir persönlich als Vater, als Anwohner, als Bürger es vollkommen egal, ob es das rechtlich ob das Ganze rechtlich vorgeschrieben ist oder nicht. Hier zählt für mich die Sicherheit der Bevölkerung und der gesunde, logische Menschenverstand. Und wenn wir uns in so einer Tiefflugzone befinden, 1 von 8 Arealen in Deutschland, das sind kleine Gebiete, wo eben diese Möglichkeit besteht, dann kann und sollte man vielleicht nicht sich darüber hinwegsetzen, indem man antwortet, braucht man nicht. Letzten Endes legt auch jeder seinen Sicherheitsgurt an, auch bei einer kleinen, kurzen Fahrt mit geringer Geschwindigkeit, obwohl das ja eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ja, so viel zu dem Thema. Zur Umweltverträglichkeitsprüfung vielleicht nur, das ist schon so, dass die auch über Landesgrenzen passiert. Also das ist nicht, das spielt erstmal eine Landesgrenze keine Rolle. Ich wollte zur Frage, wie man sich juristisch wehren kann, aber vielleicht kann Ursula Schönberger da nochmal was sagen. Ihr habt ja beim Schacht Konrad so eure Erfahrung gemacht, auch über die Grenzen des juristisch Möglichen. Das fand ich auch nochmal interessant hier. Ja, dazu kann ich gerne was sagen. 2002 ist Schacht Konrad ja genehmigt worden und wir haben dann Klagen eingereicht gegen Konrad. Das war zu einer Zeit, als ein Umweltverband noch keine Verbandsklage machen konnte. Das heißt, man musste erklären, dass man individuell davon betroffen ist. Und dann sind wir vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gelandet und die haben die Klagen der Kommunen, die davon betroffen waren, schlichtweg ganz abgelehnt. Also eine Kommune hat mehr Rechte als Planungsbehörde, wenn es um eine Umgehungsstraße geht, als wenn ein Endlager in seinem Hoheitsgebiet gebaut werden soll. Die durften quasi gar nicht klagen. Und der Landwirt, der stellvertretend für uns geklagt hat, da hat das Gericht entschieden, es gibt kein Recht auf Nachweltschutz. Das heißt, er konnte nicht darauf klagen, dass seine Kinder und Kindeskinder von dem Atommülllager nicht beeinträchtigt werden, sondern er hätte beweisen müssen, dass er selbst sozusagen krank oder tot umfällt aufgrund der radioaktiven Abluft oder des radioaktiven Abwassers, das aus Schacht Konrad austritt. Das wurde auch vom Bundesverfassungsgericht und dem Europäischen Gerichtshof bestätigt, dass also sozusagen es wurde nie darüber entschieden, ob Konrad sicher ist oder nicht, sondern es wurde darüber entschieden, dass unsere Klagerechte sehr, sehr begrenzt sind und waren. Genau. Trotzdem kann ich immer nur anraten, auch diesen Weg zu beschreiten. Wir haben auch andere Verfahren, wo es durchaus auch positive Gerichtsurteile gegeben hat. Man wird eine solche Atomanlage also nie allein nur juristisch zu Fall bringen können. Es bedarf des Ganzen auch immer einer sehr massiven politischen Auseinandersetzung darum. Aber der Rechtsweg, es gibt eben einfach auch den Rechtsweg und ich kann nur raten, wenn es eine Möglichkeit gibt, den auch tatsächlich zu beschreiten, da muss man sich dann eben mit den Anwälten, die dafür in Frage kommen, in Verbindung setzen. Wenn ich darf, würde ich gerne auch nochmal, also sozusagen, es ist ja nicht ganz so einfach, den Chat mitzuverfolgen, aber mir sprang vorhin ins Auge, irgendwo muss das Zeug ja hin und ist dann nicht Schacht Konrad besser. Da kann ich immer nur sagen, irgendwo liegt es ja schon. Das Zeug muss nicht irgendwo hin, sondern die radioaktiven Abfälle müssen so gelagert werden, dass sie für mindestens 1 Million Jahre sicher lagern.
Denn wenn man so, wenn man die, also ich bin jetzt nicht dafür, die dauerhaft oberirdisch zwischenzulagern, aber wenn man in einem Zwischenlager feststellt, die Fässer sind verrostet, dann kann ich die nehmen und kann die neu verpacken und kann die dann wieder sozusagen in einem neuen Zustand hinstellen. Wenn ich den Müll in Schacht Konrad eingelagert habe, dann liegt er dort unten. Und wenn ich dann feststelle, dass das ganze Berechnen doch nicht so funktioniert und tatsächlich Radioaktivität austritt in einem Maße, der über den Grenzwerten liegt, kann ich nichts mehr machen. Dann liegt das Zeug unter der Erde. Und das, und weil das so ist, darum ist es notwendig, wirklich die sicherste Möglichkeit zu finden, weil es nicht mehr reversibel ist. Also der Müll soll nicht rückholbar in Schacht Konrad eingelagert werden. Und deswegen ist es einfach wichtig, da verantwortungsvoll mit Abwägung unter verschiedenen Möglichkeiten das Sicherste zu nehmen und nicht so zu handeln, wie Frau Hendricks, als sie damals noch Bundesumweltministerin war, vor 2-3 Jahren dann zu sagen, na, ich weiß auch nicht, ob Konrad sicher ist, aber jetzt haben wir es halt und dann nehmen wir es halt ja auch. Das geht nicht, wenn wir an die Sicherheit unserer nachfolgenden Generationen wirklich denken wollen. Okay, ganz vielen Dank. Das leitet auch schon in die Richtung der nächsten Fragen, die jetzt kommen und was parallel auch schon im Chat passiert. Sozusagen, natürlich ist Ihnen frei, auch Dinge ins Chat zu schreiben und da auch zu kommentieren. Gleichzeitig würde ich auch einladen, das Chat jetzt nicht zu einer Parallelveranstaltung werden zu lassen, sozusagen, sondern dass wir uns darauf fokussieren, was hier gesprochen wird. Gerade auch mit Blick auf die Leute, die bei YouTube dabei sind und da nicht mitlesen können und auch die Leute, denen das vielleicht auch ein bisschen viel ist, zwei Diskussionen parallel zu verfolgen. Aber das sozusagen hast du richtig, habe ich auch so gesehen, Ursula, es läuft ganz viele Fragen, gehen in diese Richtung. Wo soll das Zeug denn hin? Johann Heck schreibt, es wurde gesagt, Konrad wäre heute nicht mehr genehmigungsfähig. Was wäre der Stand der Technik? Erzbergwerk ist doch besser als Salz oder irgendwo muss das Zeug hin. Und dann Dagmar Dehmer vom BGE hat sich auch dazu gemeldet und die hat auch gesagt, sie würde gerne sprechen und die würde ich jetzt auch einmal einladen zu sprechen. Sie sind jetzt freigeschaltet. Vielen Dank. Die Frau Schönberger hat ja richtig beschrieben, dass neben dem Endlager Konrad ein Stahlwerk liegt und die Flächen, die als unbebaut beschrieben worden sind von einigen anderen Chat-Teilnehmern, die sind halt auch einfach in Bewirtschaftung, die haben eine andere Funktion und stehen auch nicht wirklich zur Verfügung. Die These, dass das Bereitstellungslager oder das Logistikzentrum, wie es jetzt heißt, nur dazu dient, eine alte Genehmigung zu retten, die halte ich für falsch. Denn mit der Genehmigung hätte das jetzt auch nichts zu tun, wenn da in der Nähe gebaut würde. Es müsste genehmigt werden, dass die Halle, die Lagerhalle, das Logistikzentrum oder das Bereitstellungslager, wie immer man es nennen möchte. Es müsste aber nicht das Endlager neu genehmigt werden. Das halte ich wirklich für eine steile These. Wenn ich darauf antworten darf, also entscheidend ist, ob das Bereitstellungslager oder wie auch immer man das lieber nennen möchte, ich würde es jetzt mal Bereitstellungslager nennen, so war es ja auch in der in dem Gesetz, in dem es dann festgeschrieben worden ist, auch genannt. Wenn das Bereitstellungslager Teil der Anlage Schacht Konrad werden würde, nicht ein extra Bereich, sondern Teil der Anlage Schacht Konrad werden würde, würde das bedeuten, dass es sich um eine wesentliche Änderung des Planfeststellungsbeschlusses zu Schacht Konrad handeln würde. Genauso, wenn eine Konditionierungsanlage Teil der Anlage Schacht Konrad werden würde. Und wenn eine wesentliche Änderung des Planes von Schacht Konrad durchgeführt werden müsste, dann müsste zum jetzigen Zeitpunkt das niedersächsische Umweltministerium die gesamte Genehmigung neu auf den Prüfstand stellen. Ehrlich gesagt, also mir sagen Leute auch so vom Bundesamt für Strahlenschutz früher und andere, als es eben aufgekommen war, dass man ein Bereitstellungslager machen möchte. Wir werden einen Teufel tun, irgendetwas zu tun, was die Genehmigung von Schacht Konrad
gefährden könnte, denn dann stünden wir ja plötzlich mit nichts da. Also das sind so Sachen, die es halt immer so heißt, ne? Und die man dann, die einem so gesagt werden. Und dann würde ich mal sagen, ich denke, die Angst ist groß, dass man plötzlich mit nichts dasteht. Und dann nimmt man lieber ein altes Eisenerzbergwerk und dann baut man ein Bereitstellungslager eben lieber 150 Kilometer weit weg. Hauptsache, dieses alte Lager kann weiter in Betrieb genommen werden. Gut, ganz vielen Dank. Willst du noch was sagen, Jochen? Oder ist das nur? Nein. Nee. Das war gut, dann vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Fragerunde. Könnte sein, dass es schon die letzte ist. Wir müssen mal schauen. Wir haben hier noch eine Frage von Andrea Wesserling-Schrick. Warum wurden alle regionalen Politiker übergangen und vor vollendete Tatsachen gestellt? Daniela Wiechmann von der SPD Lauenförde schreibt, wurde auch etwas darüber gesagt, dass sich das Gelände im Hochwasserschutz, dass das Gelände im Hochwasserschutzgebiet liegt. Bei einem Jahrhundertsommer schwimmt der Müll die Weser runter bis in die Nordsee. Peter Fössing von der Beberunger Rundschau schreibt, bei Windkraftanlagen spricht man von mindestens Abständen von 1,5 Kilometern zur Wohnbebauung. Hier wohnen Menschen 300 Meter neben dem Lager. Die Verhältnismäßigkeit scheint mir fraglich. Wie kommt man auf solche Abstände, gerade in Hinsicht auf die radioaktive Bebauung? Und noch eine Frage von Andrea Wesserling-Schrick. Einige Störfälle im AKW wurden anscheinend früher vertuscht. Wer garantiert, dass sich das nicht, dass das nicht auch beim Zwischenlager geschieht? Wer startet von euch dreien? Ich sag mal was zu diesen Abständen. Der Punkt ist ja der, dass diejenigen, die dieses Lager errichten und betreiben wollen, also die BGZ, sozusagen ja erstmal davon ausgeht, wenn all diese Behälter dicht halten und da auch keine Unfälle passieren, dann zählt ja erstmal nur die Strahlenbelastung, die durch die Behälterwände durchgeht. Und das ist so, dass die eben, das ist, also bei Strahlung ist es wie bei Licht, je weiter ich wegkomme, nimmt das in der Wurzelfunktion ab, die Strahlung, wer das mathematisch weiß. Und das heißt, dass in einem Abstand dann auch von 300 Metern, wenn dann alles sozusagen im regulären Betrieb läuft, dann keine wesentlich höhere Strahlung ankommt. Ja, so. Die Frage ist aber, A, was ist, wenn eben doch mal was schief geht? Wie sieht es dann aus, wenn da eben auch strahlende Stoffe freigesetzt werden? Dann ist es natürlich anders. Dann ist auch, sagen wir mal, die Menschen, die drumherum wohnen, betroffen. Und zum Zweiten fahren ja eben auch immer wieder Transporte rein oder raus, jeden Tag. Und auch da kann was schief gehen. Und dann sind die Leute ja auch näher dran. Also von daher ist dieser Abstand immer so ausgelegt, dass ja, wenn alles gut geht, dann reicht dieser Abstand aus. Ja, vielleicht ergänzend dazu, die einzige Behandlung, wenn man es so nennen mag, der Behälter oder des Abfalls im Lager soll sein, die Überprüfung auf Einlagerungskriterien, das heißt Druck, Behälter, Innendruckprüfung, restfeuchte Messung. Dafür sind diese Behälter zu öffnen. Das geht kontaktlos nicht. Da wird es also in diesem Gebäude Arbeitsbereiche für geben, die mit Lüftungsanlagen und auch Messeinrichtungen versehen sind. Da gab es seitens der BGZ auch eine Aussage, dass man dies ja eigentlich gar nicht vorhalten müsste, die Messeinrichtungen, da die Belastung so gering ist. Aber man würde eben mehr Aufwand betreiben, als man eigentlich müsste. Das stammt aus dem Fragenkatalog der BGZ, der da online ist, um Vorkehrungen zu treffen. Das steht ganz klar im Widerspruch mit der Aussage zur Entsorgung, wo ganz klar gesagt wird, dass diese Arbeitsbereiche eben im Unterdruck zu halten sind, durch Filteranlagen entsprechend gesichert, dass dort ständige Messeinrichtungen
Einrichtungen vorhanden sein müssen. Und die Entsorgungskommission hat in ihrem Eckpapier auch festgeschrieben, dass es in den Einfahrts- und Ausfahrtsbereichen ebenfalls Messeinrichtungen geben muss und auch Katastrophenschutzpläne auszuarbeiten sind. Also so simpel und wenig und klein, wie die BGZ das in ihrem Frage-Antwort-Katalog auf deren Webseite darstellt, sind die Dinge nun mal gar nicht. Das dazu als Ergänzung zu den Ausführungen von Jochen. Warum sind die Politiker vor Ort übergangen worden? Da sind sie hier mit der Frage leider an der falschen Adresse. Wie gesagt, erste Nennung des ZBLs November 2016. Warum schließlich dieser 4 Jahre währende Prozess ja hinter verschlossener Tür geführt wurde, das müssten Sie dann wirklich in der Tat bei der BGZ nachfragen. Das kann hier niemand nachvollziehen und für mich demokratisch, transparent, also mein Wertegefühl ist da durchaus ein anderes. Zu den Hochwassergebieten, da ist natürlich, das wurde vom Öko-Institut auch entsprechend dargelegt, ja, man liegt hier schon in einem hochwassergefährdeten Bereich und es müssten dort wirklich bauliche Maßnahmen getroffen werden, Aufschüttung dergleichen, um überhaupt diese Hochwassersicherheit herzustellen. Das ist baulich durchaus darstellbar, das ist im Kernkraftwerk Würgersen schon ebenso geschehen, da sind die Zugangsbereiche entsprechend erhöht worden. Das Gelände ist zum Teil schon aufgeschüttet etc. pp. Nur natürlich ist das mehr Aufwand und auch im Hinblick auf die Stabilität des Untergrundes bei diesen hochfrequenten Bewegungen, die dort stattfinden, muss das entsprechend aufwendig ausgeführt werden. Dazu kommt, dass natürlich, gut, der Klimawandel, ich glaube, da wird es hier wenige geben, die den leugnen mögen. Wir sind in einer für Starkregen prädestiniert ausgewiesenen Region. Das heißt, die Dinge dort sind auch nicht mehr so wie kartografisch vor Jahrzehnten erfasst, sondern da muss man auch im Hinblick auf die Hochwassersicherheit durchaus nach vorne blicken, denn wir reden hier von einer geplanten Betriebszeit von 30 Jahren Minimum, wer weiß, was kommt und entsprechende Verzögerungen etc. pp., sodass das auch in Gewichtung fallen muss und sollte, um da nicht kurzfristig zu agieren. Das von meiner Seite hierzu. Ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist alles angesprochen worden von euch, außer die Frage nach den Störfällen. Ja, das ist natürlich. Das habe ich noch nicht gehört. Ja, kann ich natürlich was zu sagen. Wer das garantiert, dass die veröffentlicht werden und nicht vertuscht werden, das ist natürlich. Das kann wahrscheinlich keiner garantieren. Der Betreiber wird natürlich immer sagen, er geht damit offen um, das ist klar. Wir kennen aus der Geschichte der Atomanlagen in der Bundesrepublik auch andere Fälle zur Genüge. Von daher ist das dann vielleicht eine Frage des Vertrauens gegenüber dem Betreiber, ob man sich darauf verlässt oder nicht. Aber es ist sicher immer gut, wenn es eine Öffentlichkeit gibt, die auch genau hinschaut. Und manches ist ja auch allein deswegen aufgedeckt worden, weil eben Öffentlichkeit mit sich das genau angesehen hat. Und aber alles... Klar, wenn jemand was vertuschen will, ist auch die Frage, ob das gelingt. Es gab ja sogar schon bei Atomanlagen die Situation, dass es von Anwohnerinnen und Anwohnern unabhängig nochmal ein Messsystem aufgebaut wurde rund um so eine Anlage, um dann eben auch selber mitzubekommen, wenn da was freigesetzt wird. Das ist allerdings auch eine Frage von Kosten, ob man sowas machen kann, aber theoretisch denkbar ist das natürlich. Okay, ganz vielen Dank. Dann kommen hier jetzt noch ein paar neue Fragen, für die wir auch noch Zeit haben, was sehr schön ist. Michael Gauling schreibt, ich dachte, dass die 300 Meter nicht eingehalten werden. Übrigens ist Würgersen der einzige Standort aus der Liste der zu prüfenden Standorte, wo 300 Meter nicht eingehalten werden. Oder habe ich das falsch gelesen? Von Zülle schreibt, meine Schlussfrage, werden die überdurchschnittlich hohen Krebsraten, insbesondere im Umfeld des ehemaligen AKW, in Betracht bezogen. Diese beiden Fragen an euch.
Also zur Frage bezüglich des Abstands zur Wohnbebauung, das ist in der Tat so, dass die Entsorgungskommission dort schreibt, dass es 300 Meter zu signifikanten Wohnbebauungen, dass die dort einzuhalten sind. In der Tat ist es so, dass die Siedlungsbereiche, die großen Siedlungsbereiche von Würgersen außerhalb von so einem 300 Meter Radius stehen. Wir haben aber sehr wohl Wohnbebauung im unmittelbarer Nähe. Und da reden wir wirklich von kleiner 100 Metern zum Teil, welche dort gegeben ist. Und die BGZ hatte dort auch wieder auf ihrer Frage-Antwort-Seite entsprechend vermerkt, dass es eben genau dahingehend die Argumentation ist, naja, der Abstand zu signifikanten Wohnbebauungen ist eingehalten. Da nochmal der Verweis auf das Schicksal der Einzelnen. Dort wohnen Menschen und die haben ihr Zuhause dort und die haben ihr Leben dort verbracht. Das sind teilweise Generationenhäuser, das ist ein Hof, ein altes Sandsteingebäude. Und über die Köpfe dieser wenigen Menschen hinweg zu sagen, naja, 300 Meter stehen wir ja drüber. Die wenigen fallen nicht ins Gewicht. Da, das zeigt in meinen Augen auch so ein bisschen, was denn das Schicksal des Einzelnen am Ende des Tages wert ist. Denn letzten Endes ist das Lebensraum mindestens zweier Familien. Und das mag man so oder so sehen. Danke. Ich würde noch was zu den Krebsraten sagen. Das ist eines der heiß umkämpftesten Fragen im Zusammenhang mit der Nutzung der Atomenergie. Also inzwischen sind wir Gott sei Dank so weit, dass auch international anerkannt wird, dass es keine ungefährliche radioaktive Strahlung gibt. Das war eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung. Wir sind aber immer noch so weit, noch nicht so weit, dass allgemein anerkannt ist, dass rund um Atomanlagen es signifikant höhere Krebsraten gibt. Also es gab 2007 die Kinderkrebsstudie rund um Atomanlagen, die zu solchen Signifikanzen gekommen ist. Das wurde, man muss sich vorstellen, wenn man das zugeben würde, könnte man im Prinzip keine Atomanlage mehr betreiben. Und deswegen ist es immer die leidige Auseinandersetzung, dass es im Umfeld von Atomanlagen überdurchschnittlich hohe Krebsraten gibt, dass dann die Ansage aber ist, ja, beweisen Sie doch erstmal, dass diese Krebsraten wirklich durch diese Atomanlage ausgelöst werden und dass die Krebsfälle nicht, weil vielleicht in den Familien zu viel geraucht wird oder sonst was, stattfindet. Also im Prinzip wird das zwar von uns immer wieder diskutiert, aber von der Politik bis jetzt nicht in Betracht gezogen. Wobei, wenn ich das mit einem Satz ergänzen darf, ja, diese Studie, die du ansprachst über die höhere Kinderkrebsrate oder Krebsrate bei Kindern, war ja im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz, nicht im Auftrag irgendeiner Anti-Atom-Initiative, sondern von der staatlichen Behörde, die dafür zuständig ist. Ja, wenn ich von mir aus, ich weiß nicht, ich pfusche jetzt der Moderatorin ins Handwerk, aber... Ja, Dirk will, glaube ich, noch was sagen. Ja, vielleicht okay. Lassen wir ihn noch eben sprechen. Ja, nicht zu dem Thema, führt das bitte noch zu Ende. Ich würde gleich noch mal eine kurze Ausführung zum Abstand hinzufügen. Du hast das Wort, Dirk. Dann mach das mal. Okay, also vielleicht sei eben noch darauf hingewiesen, wir haben zwei Naherholungsgebiete, nämlich zum einen einen Campingplatz in unmittelbarer Nähe, die auch in unmittelbarer Nähe zu den Gleisanlagen, die auf dieses Gelände führen, liegen und auch ein Naherholungsgebiet in Form eines Freizeitsees mit massiver Bebauung, wo entsprechend Menschen ja sehr viel Kapital auch investiert haben, die einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das gar nicht dran zu denken, in dem Abstand, wo dieser Weserberglandsee dort zu dieser Bahntrasse und dem Objekt liegt. Also auch das wird mit einer plumpen Zahl 300 Meter, die da gesetzlich vorgeschrieben ist, in keinster Weise abgebildet oder den Menschen dort vor Ort gerecht. Danke. Gut, ganz vielen Dank an alle, die Fragen gestellt haben, an alle, die sich zu Wort gemeldet haben,
an natürlich euch drei auf dem Podium. Wir werden jetzt hier diese Fragerunde beenden müssen aus Zeitgründen. Es gibt noch sehr viele Fragen und ich entschuldige mich bei allen, die ihre Frage nicht stellen konnten und nicht zu Wort gekommen sind. Und jetzt ist natürlich, jetzt haben wir noch eine Zeit für ein kleines Schlusswort von den dreien auf den Podium, auf dem Podium. Und da würde ich natürlich quasi auch an euch die Stelle, die Frage stellen, könnt ihr was dazu sagen? Genau, nächste Schritte oder auch vielleicht was passiert mit noch offenen Fragen oder was ihr jetzt noch zum Abschluss sagen möchtet. Jochen. Ja, drei kurze Punkte. Ich habe eben im Chat noch gesehen, noch eine Frage, kann ich was zu sagen? Warum bringt man den Müll nicht ins Ausland irgendwo hin? Meine Antwort ist an der Stelle immer, wäre die Welt fair und gerecht, dann könnte man weltweit nach dem sichersten Ort suchen. Aber weil diese Welt es leider nicht ist, würde es wahrscheinlich dazu führen, dass man dann den Ort nimmt, wo sich die Leute am wenigsten wehren können, wo es am billigsten ist und so weiter. Und die Leute dort hätten dann den Schaden. Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Also von daher glaube ich schon, dass wir in Deutschland mit diesem Müll, der hier produziert wurde, auch umgehen müssen. Zweiter Punkt, den ich noch sagen wollte, es geht ja immer um Öffentlichkeitsbeteiligung und das wurde vorhin auch schon angesprochen, dass im Rahmen von der Umweltverträglichkeitsprüfung können Leute Stellungnahmen abgeben, aber auch hier ist es so, dass diese Stellungnahmen nicht automatisch Einfluss haben. Also die Behörden können auch einfach diese Stellungnahmen ad acta legen und müssen sie nicht beachten. Also von daher ist die Wirkmächtigkeit eher vielleicht eine, dass das zur öffentlichen Debatte beiträgt, aber nicht unbedingt eine direkte Einflussnahme wirklich auf so ein Genehmigungsverfahren. Ja, und mein letzter Punkt ist die Frage, wie lässt sich denn dann so ein Projekt verhindern überhaupt? Manchmal sind Leute da ja auch sehr pessimistisch und sagen, naja, wenn das doch jetzt geplant wird in einer staatlichen Gesellschaft, dann kommt das doch auf jeden Fall, was sollen wir da schon dagegen machen? Und da möchte ich einfach mal meine Erfahrung dagegen setzen als jemand, der schon viele Jahrzehnte in der Anti-Atomkraft-Bewegung aktiv ist. Und die Geschichte dieser Proteste in Deutschland zeigt eigentlich, es sind schon eine ganze Reihe solcher Projekte, die unsinnig waren, die gefährlich waren, sind von der Bevölkerung verhindert worden, nämlich einfach dadurch, weil sich sehr viele Leute engagiert haben, einerseits mit fantasievollem Protest, aber eben auch mit Sachverstand. Und deswegen gehe ich davon aus, dass auch hier, wenn sich viele Menschen aktiv und mit langem Atem einmischen, es durchaus auch die Chance gibt, die Pläne für dieses Atommülllager zu stoppen. Ja, mich hat derselbe Vorschlag, der Jochen aufgefallen, es ist mir auch aufgefallen, die Frage, kann man den Müll nicht zum Beispiel nach Tschernobyl bringen, wo es sowieso verstrahlte Gebiete gibt. Ich finde, eine Gesellschaft oder ein Staat, der Müll produziert, muss sich um diesen Müll selbst kümmern. Es verbietet sich, den Müll ins Ausland zu transportieren. Das verbietet sich meiner Meinung nach übrigens auch für Plastikmüll oder Elektroschrott oder so. Man kann sich von, ich weiß, das ist nicht so gemeint, also ich nehme mal an, es ist nicht so gemeint, aber man darf sich von seinem Müll nicht freikaufen wollen. Und ich will auch noch mal sagen, mir geht es mit der Frage Schach-Konrad nicht um die Frage nicht in meinem Hinterhof, sondern ich arbeite bundesweit zu den Atomprojekten, die es gibt. Mir geht es darum, dass für den radioaktiven Abfall, der leider gegen unseren Widerstand in Jahrzehnten produziert worden ist, die möglichst sicherste Lösung gefunden wird und die muss in Deutschland gefunden werden. Selbst wenn es woanders noch eine sicherere gäbe, haben wir trotzdem die gesellschaftliche Pflicht, diesen Müll innerhalb von Deutschland irgendwo zu verwahren. Zur Frage, was kann man tun? Ich finde die Bürgerinitiative einfach ganz hervorragend. Die sind wahnsinnig rührig und ich bin da, stehe da begeistert daneben. Aus unserer Erfahrung kann man sagen, aber da seid ihr ja sowieso auch schon dabei, es ist wirklich wichtig, Bündnisse zu schließen. Also sozusagen, man muss mit dem Bündnispartner nicht in allen Punkten übereinstimmen, aber wir haben hier ein unglaublich schlagkräftiges Bündnis zwischen den Kommunen, den Gewerkschaften, dem Landvolk, den Umweltverbänden,
die sich zusammengeschlossen haben, um dieses Projekt Konrad zu verhindern. Und in meinem Archiv, Sie können es hinter mir sehen, das ist eigentlich noch viel größer, habe ich Zeitungsartikel, da steht drin, 1988 wird Schacht Konrad in Betrieb gehen. Und die Tatsache, dass wir es geschafft haben, dieses hochriskante Projekt jetzt schon über 30 Jahre zu verhindern, das ist wirklich dem gemeinsamen Widerstand von allen gesellschaftlichen Gruppen, wirklich von allen hier in der Region und darüber hinaus auch bundesweit zu verdanken. Und ich finde, das ist ein Beispiel, das wirklich Mut geben kann. Ja, noch ist Konrad nicht in Betrieb, und wenn es nach wissenschaftlicher Vernunft geht und nach unserem politischen Vermögen, wird es auch nicht in Betrieb gehen. Ja, ich als Leiter der Bürgerinitiative hier vor Ort möchte abschließend vielleicht noch festhalten, dass wir uns hier wirklich mit jedem probaten Mittel einsetzen werden, um diese Dinge zu verhindern und da auch zu einer vernünftigen Lösung beizutragen. Ich persönlich muss einfach anmerken, dass das Agieren der entsprechenden Behörden, BGZ und auch des Bundesumweltministeriums, im höchsten Maße unglücklich ist. Alleine, dass die BGZ davon spricht, dass man selbstverständlich unter Anhörung der Bürger und so weiter agiert. Das sehe ich ein wenig anders, denn in dem Moment, wo man sich klar auf einen Standort festlegt und das Bundesumweltministerium zwischen den Feiertagen kurz vor Ostern an einem Kar-Samstag erstmals nach Wochen sich zu Wort meldet mit dem Vokabular Alternativlosigkeit, dann ist für mich der Begriff der transparenten Abwicklung und natürlich der Teilhabe der Bürgerschaft ein Vokabularfass. Denn wenn es so ist, dass die Institutionen sich alternativlos festgelegt haben, wo bleibt denn dann das Mitspracherecht des Einzelnen vor Ort? Das mag ich hier einfach mal so in den Raum stellen. Diesbezüglich eben auch der Wunsch von uns, derzeit im Corona-Lockdown das Ganze zunächst einmal auszusetzen, der Fairness halber, damit die Möglichkeit der Meinungsbildung, der Kommunikation und dergleichen gewahrt ist für den Einzelnen. Das wurde auch beantwortet mit, es ist ja völliger Schwachsinn, das zu fordern. Die Genehmigungsverfahren beginnen ohnehin erst im nächsten Jahr. Von daher ist das überhaupt nicht relevant zu diesem Zeitpunkt. Das war die Antwort der BGZ auf unser Ansinnen hin oder unsere Bitte hin, das auszusetzen. Nein, das Verfahren in sich hätte man aussetzen können. Es werden derzeit Grundstücksanlieger angeschrieben mit der Bitte, geologische Bohrungen durchführen zu lassen, um entsprechende Untersuchungen zu beginnen. Es finden Ausschreibungen statt, etc. pp. Dieser Prozess ist sehr wohl im Betrieb und im Gang. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man der Fairness den Menschen gegenüber eben sagt, okay, wir gehen einen Schritt zurück, wir nehmen den Fuß vom Gas und wir warten, bis das der Dialog wirklich möglich ist. Und ebenfalls, und da möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, weil das hat mich persönlich sehr schwer getroffen. Es wurde hier jahrzehntelang von der grünen Wiese gesprochen. Es war seinerzeit die Preußen Elektra E.ON ganz klar die Aussage zu sagen, okay, hier schaffen wir eine grüne Wiese. Und jeder Bewohner weiß, wie es gesagt wurde, und jeder Anwohner weiß, wie es gemeint war. Und auch die Menschen, die Entscheidungsträger, die das damals so geäußert haben, wissen das. Und wenn ein älterer Mitbürger in einem Forum der BGZ die Frage stellt, warum denn jetzt plötzlich die grüne Wiese kein Thema mehr ist, und dieser Mensch als Antwort eine Antwort bekommt, dieser Begriff sei ja missverständlich. Und dann wird da irgendetwas kaputt interpretiert und kaputt geschrieben und kaputt geredet. Dann ist das nicht der offene und ehrliche und Umgang auf Augenhöhe mit den Menschen hier in der Region. Da werden Begrifflichkeiten und Zusagen aufgeweicht. Das entspricht oder sollte rein menschlich niemandens Niveau entsprechen. Ich persönlich werde meine Arbeit und meine Zeit und meine Kraft selbstverständlich weiter investieren, um die Interessen der Bürger, der Menschen
in ihrer Heimat gegenüber hier durchzusetzen. Und ich wünsche mir ein wirklich faires, offenes, menschliches, transparentes Verhalten auf Augenhöhe. Das kann ich bis dato leider noch nicht feststellen. Wir haben hier heute sehr viel Zeit verbraucht. Das bitte ich zu entschuldigen. Es gibt sicherlich sehr viel mehr Fragen, als wir jetzt in der Kürze der Zeit abarbeiten konnten. Für eine Premiere ist, denke ich mal, diese Veranstaltung sehr, sehr gut verlaufen. Und insofern Sie zufrieden sind und wir feststellen, dass hier wirklich viele Fragen aufgelaufen sind, die wir in dem Rahmen nicht beantworten konnten, kann ich Ihnen zusagen, dass wir eine weitere Veranstaltung in dieser Form wahrnehmen werden, um Ihre Fragen, Ihre Bedürfnissen gerecht zu werden. Und insofern wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Wir bleiben am Ball. Und ich denke, Sie werden auch in Zukunft regelmäßig von uns hören. Vielen Dank. Ja, ganz, ganz vielen Dank an Dirk Wilhelm, Jochen Stey und Ursula Schönberger für diese Schlussworte, die kämpferischen Schlussworte zum Schluss auch von Dirk und auch die optimistischen von Ursula und Jochen, die einfach auch schon beide sehr, sehr lange in der Widerstand auch gegen verschiedene Atomkraftprojekte und Atommüllfragen aktiv sind und eben auch schon viele Erfolge erlebt haben in diesem Einsatz. Ich bedanke mich bei Ihnen allen sehr herzlich, dass Sie so lange dabei geblieben sind, dass Sie noch da sind. Wir haben hier immer noch 58 Leute, die jetzt hier bei Zoom dabei sind. Wir haben ungefähr 100 Leute auf YouTube. Das freut uns natürlich hier von der Organisation aus sehr, dass ein so großes Interesse da ist, auch mit diesem etwas, ja, sage ich mal, anstrengenden Format, sich online treffen zu müssen, was ja für viele wahrscheinlich auch nicht die Lieblingsform ist der Kommunikation. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie die Fragen gestellt haben. Wir wollen jetzt noch mal Ihnen eine Schlussfolie einblenden, um zu zeigen, wo Sie sich weiter informieren können. Die drei ausrichtenden Organisationen haben natürlich alle auch eine Homepage, die Sie besuchen können. Es gibt eine Facebook-Gruppe von der Bürgerinitiative gegen atomaren Dreck im Dreiländereck. Jetzt muss ich noch mal an Julian mich wenden. Genau, da kommt sie schon. Hier sehen Sie, wo Sie weitere Informationen und Kontakt auch zu den dreien bekommen können. Also zu Dirk Wilhelm über www.atomfreies-dle.de. Die AG Schacht Konrad hat eine Homepage, die Sie hier sehen können oder die Sie sonst auch leicht mit einer Suchmaschine finden können im Internet. Und ebenso die bundesweit agierende Organisation Ausgestrahlt, die ihren Sitz in Hamburg hat und für die Jochen Stey heute gesprochen hat. Gut, dann lade ich Sie ein, wenn Sie möchten, nochmal sich zu verabschieden im Chat oder wenn es Ihnen gefallen hat, vielleicht auch mal nochmal irgendwie uns das mitzuteilen. Darüber freuen wir uns. Vielleicht kannst du die Folie nochmal rausmachen oder wie kann ich es machen, dass ich den Chat sehen kann? Ah, so sehe ich das. Genau. Ah, hier kommt mal das ist am Anfang. Ich gucke, ob ich noch was sehe. Gut. Ja, dann würde ich hiermit die Veranstaltung beenden und wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Abend. Bleiben Sie gesund und informieren Sie sich weiter und werden Sie aktiv, wenn Sie sich dazu berufen fühlen. Vielen Dank. Und an alle ein Auf Wiedersehen von meiner Seite. Dann können Sie sich auf Wiedersehen, wenn Sie wollen.